Sehr bald wird die Hölle offiziell als ein Ort erklärt werden, der nicht existiere. Sonntag, 12. Januar 2014, 20.28 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, wenn es nicht ich, Jesus Christus, wäre, der ich gegenwärtig zu der Welt spreche, würden viele Seelen niemals die Tore des Paradieses betreten. So viele undankbare Seelen gehorchen meinen Geboten nicht mehr und so machen sie sich ihre eigene Interpretation, die ich abstoßend finde. Die Regeln, die sich auf die Wahrheit beziehen, sind als ein Geschenk an die Menschheit gegeben worden, als ein Mittel, es den Menschen zu ermöglichen, das Recht auf Erlösung zu verdienen. Wisst ihr nicht, dass ihr nach eurer Version von den Geboten Gottes nicht leben könnt und alsdann nicht erwarten könnt, in das Paradies einzugehen? Die Arroganz des Menschen hat den Geist der Demut eingeholt. Der Mensch dient Gott nicht mehr so, wie er es ihm befohlen hat. Stattdessen schafft er sich, aus seiner eigenen Vorstellungskraft heraus, eine Vision von dem, was seiner Ansicht nach der Himmel sei. Heute nimmt keiner von meinen Dienern, diejenigen, die eingesetzt sind, um mir zu dienen, jemals Bezug auf die Existenz der Hölle. Die bloße Erwähnung des Wortes Hölle bringt meine gottgeweihten Diener in Verlegenheit, denn sie fürchten den Spott, dem sie von einer säkularen Gesellschaft, die getäuscht worden ist, ausgesetzt wären. Die Hölle ist die Heimat von vielen bedauernswerten Seelen, und wie es mich doch schmerzt, nichtsahnende Seelen in den Abgrund des Schreckens stürzen zu sehen, in dem Moment, wo sie ihren letzten Atemzug tun. Gottes Kinder muss jetzt die Dringlichkeit klar gemacht werden, für Seelen zu beten, die blind für die Wahrheit sind. Sehr bald wird die Hölle offiziell als ein Ort erklärt werden, der nicht existiere. Den Seelen wird erzählt werden, dass allen Kindern Gottes dann, wenn sie angemessen und würdevoll lebten, unabhängig davon, ob sie an Gott glauben oder nicht, dass ewiges Leben geschenkt werde. Aber das wird eine Lüge sein. Es gibt keine Rückkehr aus der Hölle. Sie ist für die Ewigkeit. Viele Seelen, die mich nach außen hin abgelehnt haben, sowohl insgeheim als auch in der Öffentlichkeit, schmoren in der Hölle. Ihr bitteres Bedauern wird schlimmer gemacht durch ihre schrecklichen schmerzhaften Leiden und den Hass Satans. Einmal in der Hölle offenbart Satan sich ihnen in all seinen bösen und abscheulichen Formen und sein Hass auf sie erfüllt sie jede Sekunde. Ihr Abscheu vor ihm an sich, vor demselben Tier, dem sie im Laufe ihres Lebens auf Erden gehuldigt haben, ist die Ursache eines Großteils ihrer Qualen. Aber es ist ihre Trennung von mir und der Schmerz der Finsternis, den sie erleben, was ihnen die größte Angst bereitet. Wer auch immer euch in meinem Namen sagt, dass die Hölle nicht existiere, hat kein Interesse daran, euch zu helfen, eure Seelen zu retten. Wenn ihr davon überzeugt seid, dass die Hölle nicht existiere, dann geht ihr fälschlicherweise davon aus, dass die Sünde belanglos sei. Ihr könnt mir nicht dienen, wenn ihr glaubt, dass die Sünde nicht existiere. Ihr könnt kein glorreiches Leben für die Ewigkeit in meinem Königreich leben, wenn ihr mich nicht bittet, euch eure Sünden zu vergeben. Dies ist der Kern der neuen Lehre, die bald eingeführt werden soll und die ihr gezwungen sein werdet zu schlucken. Dies ist, wenn ihr durch Täuschung dazu gebracht werdet, es zu vernachlässigen, eure Seele auf den großen Tag des Herrn vorzubereiten, an dem ich komme, um euch als mein Eigentum zu beanspruchen. Ich sage euch das, um euch zu warnen, nicht, um euch zu erschrecken. Ich flehe euch an, die Sünde als Teil eures Lebens zu akzeptieren, aber ich bitte euch dringend, weiterhin die sieben Todsünden zu vermeiden, denn wenn ihr das tut, werdet ihr in meiner Gunst stehen. Ihr müsst immer eure Sünden bekennen. Tut dies täglich. Sprecht mit mir und bittet mich, euch zu vergeben. Denjenigen von euch, die das Sakrament der Beichte nicht empfangen können. Denjenigen, die vielen anderen Glaubensrichtungen und Religionen folgen, sage ich, dann müsst ihr das Geschenk des vollkommenen Ablasses annehmen, das ich euch gegeben habe. Das Buch der Wahrheit, Gebete, KR24 HTM. Sorgt euch um eure Seele, denn es ist eure Seele, die ewig leben wird. Ihr werdet für die Ewigkeit nur in einem von zwei Orten leben, in der Hölle oder in meinem Königreich. Euer Jesus.